Anna Letenska war eine tolle Frau, weil sie ein Charakter war. Sie war eine tschechische Volksschauspielerin mit einem Irrsinnstemperament. Keine Filmbeauty, sondern eine kräftige Frau. Wir würden heute solche Schauspielerinnen unglaublich gebrauchen können. Also eine Frau mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung auch, die sehr beliebt war und in Prag ein Star. Ja, ist natürlich in eines der vielen Schicksale von damals, dass sie ja so unbegründet ermordet wurde. Glaube, sie war keine einfache Frau. Sie hat ja auch in ihrem Privatleben so Brüche gehabt. Also ihr Sohn, was wir so erfahren haben, der hat seine Mutter ja sehr kritisch erlebt. Also sie hat sehr konsequent, vielleicht auch sehr egoistisch in manchen Phasen gelebt. Also ihr Leben verwirklicht, so wie sie sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Wir werden versuchen, eine Projektionsfläche für unsere jüngeren wie auch für die älteren Zuschauer zu schaffen. Also wir werden eben nicht darstellen Anna Letenska auf ihrem letzten Weg nach Mauthausen, sondern eine Besucherin dargestellt durch Hanna Herzsprung. Ich spiele ja jetzt gerade nicht wirklich eine Rolle und ich spiele ja auch nicht Anna. Also ich bin ja eigentlich Hanna, die einfach nur diesen Weg nochmal geht und einfach nochmal hier in dem ehemaligen KZ in Mauthausen einfach spürt oder ja versucht nachzuvollziehen. Es ist neu für mich, weil es halt so persönlich ist. Fred hat mir beim ersten Treffen ein Foto gezeigt und hat ihm gesagt, du siehst ihr sehr ähnlich. Ja, verblüffend. Wahrscheinlich hat sich Fred deshalb auch für mich entschieden, dass ich das mache. Ja. Aber ich bin nicht mit ihr verwandt. Ich wollte vermeiden, dass wir Hanna wie eine Touristenführerin, wie eine Reiseführerin im Bild haben, sondern sehr konzentriert auf den Ort, an dem sich das Leben von unserer Hauptfigur dann das Schicksal entschieden hat. Ich habe ein kleines Team gehabt, anders als bei meinem letzten Film, der ein Kinofilm war. Ich ein sehr großes Team hatte. Ein kleines Team ist persönlicher, ist flexibler, ist auch schneller im Zweifel. Die Fernsehfassung hat auf das Stilmittel einer Erzählerin und auf Hanna Herzsprung verzichtet. Die sind 45, 52 Minuten, während der Kinofilm ja Minimum 79 Minuten sein wird.